Aloha zur dritten Folge Secret of Mana. Wir sind endlich in den Höhlen am Elfenteich angekommen, auf der Suche nach einer Axt, einem Schmied und dem Lavatempel. So viel zu tun, ey. Die Höhle wird größtenteils von Murmelgoblins bevölkert, die wir mit der Lauterkeit eines Meuchelmörders überraschen. Ich meine, wir dringen hier in deren Zuhause ein und töten sie im Schlaf. Ich dachte, wir seien Helden. Naja, um die Demütigung vollständig zu machen, rauben wir auch noch den Schatz der Goblins, das Wundertau. Mit dem Strick kann man in jedem Dungeon direkt wieder an den Eingang gelangen. Die Blobs sind da schon nerviger, ständig am Reproduzieren, sodass es eine Herausforderung sein kann, sich da vorbeizukämpfen. Tiefer in der Höhle finden unsere beiden Protagonisten einen See aus Lava. Da mag der Tempel doch gar nicht mehr weit sein. Die heiße Suppe lässt sich aber zum Glück mit einem Schädelschalter ablassen, dem wir das Kinn querziehen. Die Rache für unser wüstes Benehmen hier unten erfolgt beim Betreten des Zwergendorfes. Mein Gott! Mach das weg! Mach, dass es aufhört! Ich gestehe die Tat! Reiß die Dielen auf! Hier, hier! Es ist das grauenhafte Klopfen seines Herzens! Moment mal, ich schneide dieses Video doch gerade. Andere Musik bitte! Na, das jetzt nicht gerade. Ehrlich mal, in einem sonst durch die Bank weg bombastischen Soundtrack wie der von Secret of Mana ist dieser unfassbar nervtötende Ausreißer nach unten mit dem Zwergenthema eigentlich nicht zu entschuldigen. Keine Ahnung, was Komponist Hiroki Kikuta den Morgen in seinem Tee hatte. Die Zwerge sind ein fröhlicher Haufen. Wir erfahren, dass der Lavatempel irgendwo unter dem Dorf sei, aber vorher geht's noch zu diesem Schmied. Der Name des Zwergs ist Berti. Berti bastelt unseren Orb aus Folge 1 mit dem Mana-Schwert zusammen und voila, wir haben die Klinge auf der nächsten Stufe. Nun erkennt er es sogar als das Mana-Schwert und stellt erfreut fest, dass ein Teil dessen Power auf seinen Schmiedehammer übergegangen ist und er nun in der Lage sei, Mana-Waffen zu schaffen. Bertis erster Impuls ist nun die Herstellung einer Mana-Axt, sehr praktisch. Aber das dauert noch, solange können wir uns ein wenig bei den Zwergen umsehen. Als Kulturfreund steht ein Theaterbesuch auf dem Plan. Das Vorprogramm ist eher unspannend. Die Zwerge prahlen mit der Gefangennahme eines Pogo-Puschel. Das Main Event ist die traurige Geschichte der Kobolden. Die arme Kobolden leidet an einer seltenen Krankheit und Medizin ist teuer. Nun wird das Publikum um Geld angepumpt und wir können uns entscheiden. Oder auch nicht. Die Frage verschwindet nicht, bevor der Held Geld rausrückt. Danach endet die Mauervorstellung und wir können mit leichterer Börse gehen. Ein Abstecher durch den Seiteneingang des Theaters lohnt sich schon eher. Der Zwergenälteste und die Koboldin haben uns nämlich ganz galant abgezogen. Die Koboldin ist nicht direkt krank, sondern wurde bei einer Hochwasserflut am Elfenteich angespült und hat dabei ihr Gedächtnis verloren. Wusste gar nicht, dass es an der Elbe Kobolde gibt. Ist mir persönlich ziemlich Banane, ich will und bekomme mein Geld wieder und lass das verbrecherische Duo allein. Kaum will unser Mannerpärchen zurück zu Berti dem Schmied, da erzittert die Erde. Die Zwerge gruben wohl zu tief und zu gierig und nun haben sie etwas Uraltes erweckt in den Tiefen des Lavatempels. Nein, keinen Balrog oder solches Snoop-Gewürm, sondern Tropicalo, die Killer-Ananas. So furchteinflößend Tropicalo auch anmuten mag, er ist keine große Sache. Einfach draufhauen, wenn er seine Schale öffnet und dabei den explodierenden Kürbissen ausweichen. Vorsicht auch bei den Gifttentakeln, obwohl man die durch sanfte Schläge locker zum Anhalten motivieren kann. Irgendwann macht's Peng und wir bekommen einen Lanzenorb. Mehr Arbeit für Berti also. Der Älteste der Zwerge ist uns nun sehr dankbar und beschenkt uns mit einem Bogen. Ja, Zwerge vom Elfenteich verschenken Bögen. Tropicalo hat bei seinem Weg ins Zwergendorf den Eingang zum Lavatempel freigelegt. Doch eine letzte Barriere bleibt, ein Siegel der Hexe Tura. Okay, ich habe diese Frau Tura bisher noch nicht treffen dürfen, aber sie geht mir jetzt schon auf den Keks. Außerdem will uns der Älteste das Koboldmädchen auf die Reise mitgeben, denn seiner Meinung nach könnte man mit der Kraft des Mana-Sams im Lava-Tempel die Amnesie des dritten Partymitglieds heilen. Wie nur
nur nennen. Eine schöne Unbekannte, die ihr Gedächtnis verloren hat. Nennen wir sie einfach Niniel. Hab mich erst kürzlich durch Silmarillion gequält, da bleibt das nicht aus. Damit ist unser Team komplett. Der Held Halvar, der nicht besonders viel Persönlichkeit besitzt, außer vielleicht einem losen Mundwerk. Das Mädchen Fanta, die zwar sehr stur ist, aber wenigstens bin ich froh, dass Quer nicht die offensichtliche Route eingeschlagen hat und sie mit dem Helden verkuppelt. Nein, sie bleibt ihrem Hagen treu. Schließlich die Koboldin Niniel, immer frech, aber sehr nützlich im Laufe des Spiels. Übrigens sind die Kobolde im Original geschlechtslos, nur im Deutschen hat man es aufgrund der Einfachheit wohl zum Weibchen gemacht. Drum behalten wir das hier mal bei. Die Koboldin bringt eine neue Waffe mit, den Bumerang. Eine weitere neue Waffe wartet jedoch noch bei Berti, die Axt. Im Zwergenshop gibt's noch eine Puschelmütze für unsere neue Mitstreiterin, die für mich ja eher nach einer Flügelkappe ausschaut. Und Berti hat für uns einen Geheimausgang, direkt zum Elfenteich zurück, um nicht nochmal durch den ganzen Berg rennen zu müssen. Zurück im Hexenwäldchen kämpfen wir uns durch die Privatarmee der Hexe, bestehend aus Bogenratten. Hier zeigen sich zum ersten Mal ein paar Problemchen mit der Wegfindung. Außerdem ist der Bumerang irgendwie eine ätzende Waffe. Dafür levelt Niniel hier wahnsinnig schnell und schließt recht flink zu den anderen beiden auf. Weiter hinten treffen wir Raffi den Wucherkater, ein reisender Händler, den wir an den verschiedensten Orten auf der Welt treffen können. Allerdings ist er sich seiner Monopolstellung bewusst und verkauft alles zum doppelten Preis. Also nur empfehlenswert, wenn wirklich mal was fehlt. Nützlich ist er vor allem, da wir bei ihm speichern können. Der Wald ist bislang eins der größten Gebiete, durch die wir uns kämpfen durften. Allerdings gibt es hier keine Feinde, die einem ernsthaft Kopfschmerzen bereiten könnten. Das ändert sich im Schloss der Hexe. Die Werwölfe hier sind ein sehr unangenehmer Haufen. Sie beherrschen Street Fighter Moves und ziehen damit ordentlich ab. Außerdem verfügen sie über Heilzauber, weshalb der Spieler die Viecher so schnell wie möglich platt machen sollte. Die anderen Feinde sind besessene Möbelstücke, Stühle in diesem Fall, aus denen wir die Geister rauskloppen können. Ich habe mich auch immer gefragt, was es mit den Uhren in Turas Schloss auf sich hat. Also ob die einen bestimmten Zweck haben, für ein Rätsel vielleicht. Es gibt Räume, in denen ist wirklich nichts drin, außer Feinden und diesen ominösen Uhren. Ich glaube, in den älteren Spielen haben wir damals hinter allem ein Geheimnis vermutet. Diese Wand hier sieht mal volle Kanne nach Geheimgang aus. Und diese Bücherregale hier erst recht. Klassiker in Edgar Wallace Filmen. Unten eingesperrt finden wir die Soldatentruppe von Hagen, allerdings ohne ihren Anführer. Tura muss Hagen wohl irgendwo anders bunkern. Jedenfalls weiß der Soldat, dass dieser nutzlose Schalter nur funktioniert, wenn drei Leute gleichzeitig draufstehen. Vermutlich für die Hexe selbst eher umständlich, aber das ist dann wohl Solidarität mit Aquaria. Der Schwabenkater ist inzwischen auch hier gelandet und versorgt uns vor dem Showdown nochmal mit Lebenswasser, Bonbons und anderem schönen, aber überteuertem Zeug. Turas Gemächer haben einen schön hexigen Charme. Schädelkerzen, Glaskugel, Erlmeyerkolben, Necronomicon und dazu diese heretische Kreatur in einem Outfit, mit dem sie auch locker bei Astro TV moderieren könnte. Tura flüchtet in den Außenhof, wo schon Super Saiyajin Hagen rumsteht. Doch nur kurz, denn Tura beamt ihn weg zu einem gewissen Tantalus in Pandoria. Dieser Tantalus ist wohl kein netter Zeitgenosse, denn der will die schöne Stadt Pandoria zerstören. Könnte das was mit der Zombifizierung der Stadtbewohner zu tun haben? Tura hat jedenfalls keine Lust, sich selbst mit uns zu raufen und schickt uns ihren Schmusekater als Endgegner vorbei. Der Schmusekater gilt nicht umsonst als einer der schwierigsten Bosse des Spiels. Er kann die Figuren betäuben und anfressen. Außerdem neigt er dazu, auf die Türme zu flüchten und von dort aus Feuermagie abzufeuern. An diesen Positionen lässt er sich nur mit Fernkampfwaffen wieder runterholen. Die Koboldin ist zu diesem Zeitpunkt noch zu schwach, um wirklich eine Hilfe zu sein. Ich verschwende daher keine Heilgegenstände auf sie, sondern konzentriere mich im Wechsel auf Halvar und Fanta. Nach dem Kampf gibt's einen Bumerang-Orb. Hurra, weil der Bumerang ja so toll ist. Tura schrumpft erstmal einen Kopf und beteuert ihre Unschuld. Tantalus hätte sie zu ihren bösen Taten gezwungen, weil sie keine Heilkräuter mehr hatte? Das nenne ich mal eine Schurkenmotivation. Sie hat keine Heilkräuter mehr, darum hilft sie einem Bösewicht, der ein ganzes Königreich ausradieren will. Müssen wir ihr wohl verzeihen, schätze ich, denn nun ist sie eine nette alte Dame. Das Siegel im Lavatempel kann sie auch nicht aufheben, das geht nur mit einem Wasserzauber. Dafür kriegt die Truppe aber ihre wertvollen Schätze, 50 Goldmünzen und eine Peitsche. Die Peitsche ist übrigens meine Lieblingswaffe im Spiel.
Außerhalb des Schlosses betont Fanta nochmal ihren Rettungswunsch in Richtung Hagen. Doch da tritt Meister Kaio, Aquaria, mit uns in telepathischen Kontakt und ruft die Gruppe zu sich. Fanta will uns unterstützen, weil sie endlich eingesehen hat, dass sie alleine nichts ausrichten kann und dass Hagen halt mal ein wenig warten muss, die alte Pfeife. Seid auch beim nächsten Mal dabei, wenn wir uns mit tödlichen Echsen prügeln, den Lavatempel erkunden und schließlich den reimenden Geist eines Boxers treffen.